Heute wird ein bisschen was abgeschraubt, damit wir an den Tank rankommen und an alle zugehörigen Komponenten und den Tank reinigen können und den Benzinhahn mal untersuchen können und im Endeffekt schauen, was wir neu bestellen müssen, was noch da ist. Und damit fangen wir jetzt einfach an, würde ich sagen. Da haben wir ihn jetzt quer liegen, müssen jetzt die Leitungen abnehmen, unten und oben. Und mal gucken, wie wir dann den Rest und den Dreck rausbekommen. Und den Rost ab, wie ich so sehe von unten. So ein bisschen was müssten wir vielleicht mal machen, bevor es schlimmer wird. Was wird das sein? Nein. Etwas viel größer. Wo ist denn unser etwas viel größere? Da. Der etwas viel größere. So, und da kann man jetzt mal sehen, was ich meinte. Die sitzen so richtig schön voll mit Lackstückchen, Roststückchen. Und ich weiß es nicht was. Das kann eigentlich nur den Spritfluss stören. Helfen tut es bestimmt nicht. So, und der ganze Dreck schwimmt im Tank rum und verstopft alles. So, da saß jetzt also der Tank, was man jetzt schön sehen kann. Die Fernbedienung hier für den Benzinhahn. Das ist einfach nur ein Stück gebogener Draht. Ganz simpel und funktioniert. So, im nächsten Schritt kommen noch die Benzinleitungen raus. Aber das ist jetzt nichts wirklich Aufregendes. Das wird einfach nur abgesteckt und dann sind die auch weg. Dann müssen wir neue beschaffen. Und dann wird es eingebaut wieder. So, da muss der Rest jetzt noch ein bisschen abverdunsten. Und ansonsten wird dann mal der Rost so ein bisschen behandelt, bevor der wieder reinkommt, und innen müssen wir uns auch überlegen, wie wir den sauber bekommen, weil da ist noch mehr von diesem da drin. Und der ist aber gar nicht mal so zu. Das war ganz schön. Ja, die Dichtung, mal gucken, Licht, die Dichtung ist ein bisschen matsch. Spezialwerkzeug. Plastikstorchel steckt fest. Ja. Ohne Spezialwerkzeug. Denke ich auch. Spezialwerkzeug, ne?